UBC. UBC sind. Auch wenn die Bilder eine andere Sprache sprechen, Dirk Stubning ist glücklich und zufrieden. Er und seine Sportfreunde vom 1. FC Wacker haben es bei der dritten Auflage des Stadtwerke-Cups geschafft, endlich alle 14 Plauener Fußballvereine für ein Hallenfußballturnier zu begeistern. Das letzte Mal, wo sie gegeneinander angetreten waren, ist gut 5 Jahre her. Damals gab es im Vogtland noch 2 Fußballverbände und somit 2 Hallenkreismeisterschaften. Fast jedes Spiel war damals ein Plauner Stadtderby. Und genau das wollten die Organisatoren zurückholen. Das Verhältnis der Vereine und der Spieler untereinander, das passt ja. Aber dennoch ist immer in gewissen Stadtderbys wie Nord gegen Post oder Nord gegen Lok, Wacker, Concordia, eine gewisse Präsenz drin, die eben hier gerade in der Halle vor so vielen Zuschauern wunderbar rüberkommt, wo es richtig Spaß geht, wo jeder auf dem Rang mitmachen kann, wo es den Fußballern Spaß macht. Und das wollten wir mit diesem Turnier erreichen. Mit der Idee einer Stadtmeisterschaft wurde Dirk Stubning anfangs noch belächelt, rannte jedoch später damit offene Vereinstüren ein. Nur wenige blieben skeptisch, bis vor 2 Jahren, als die einstige Kreismeisterschaft damals mit 12 Vereinen wiederbelebt wurde. Am 7. Februar waren es, wie schon gesagt, alle 14 Clubs, die eine Abordnung in die Kurt-Helbig-Halle schickten. Zu Stubnings Favoriten zählten der VfC, Fortuna und der SC Syrau, der über eine Wildcard zum Turnier kam. Sie spielen schon den gepflegtesten Fußball von den Mannschaften, die hier dran teilnehmen. Die Fortuna hat es schon 2 Jahre bewiesen. Ich denke, die werden dieses Jahr wieder ganz weit vorne landen. Ja, wir wollen natürlich versuchen, das Ding wieder zu verteidigen, ganz klar. Habt ihr eine spezielle Taktik euch ausgeholt? Nee, das nicht. Wir sind ja mit der besten Mannschaft da. Wir haben heute früh trainiert, weil wir müssen uns ja trotzdem auf die Rückrunde vorbereiten. Und ja, wir wollen ein gutes Turnier spielen. Fortuna als Titelverteidiger hatte also die Chance, den Hattrick perfekt zu machen. Und das sah auch ganz gut aus. Die Mannen um Trainer Fritsch meisterten die Vorrunde mit Bravour, holten in ihrer Staffel souverän den 1. Platz. Ihr Triumphzug endete jedoch im Halbfinale, als man dem SC Syrau mit 1:2 unterlag. Der SC Syrau wurde also seiner Favoritenrolle gerecht. Den Finalgegner aber hatte wohl kaum einer so recht auf dem Plan. Als Gruppenzweiter und den Siegen gegen den VfC im Viertel sowie gegen Wacker im Halbfinale stand plötzlich die SG Unterlosa im Endspiel. Und der Vorjahresvierte war es auch, der durch Jan Zimmermann mit 1:0 in Führung ging. Der SC Syrau brauchte eine Weile und einige Chancen, bis Jakob Heinze auslich. Doch Unterlosa ließ sich davon nur wenig beeindrucken und spielte seinen Stil weiter. Nach diesem Foul musste Syraus Torhüter Stefan Zöbel 2 Minuten auf die Bank. Die Chance für die SGU in Überzahl zum erfolgreichen Abschluss war gekommen. Doch Sven Geigenmüller verließ hier das Glück. Die Zeit verstrich, jedoch ohne etwas Zählbarem. Die knapp 600 Zuschauer hatten sich schon auf ein 9-Meter-Schießen eingestimmt. Da kam der große Moment von Nils Rausch. Kurz vor der Schlusssirene machte er das 2:1 für Unterlosa und damit den Titel Plauner Stadtmeister perfekt. Wir haben eigentlich ordentlichen Fußball gespielt und wir waren auf Freistand ausgeglichen am Ende. Und konnten immer am Ende noch ein bisschen zusetzen, das ist ganz wichtig. Während sich Ricardo Klaus von Fortuna zum 3. Mal als Torschützenkönig in die Annalen des Stadtwerke-Cups eintragen durfte, bestiegen die Jungs aus der Vorstadt überraschend zum 1. Mal den Budenzauberthron. Ich denke, die beste Mannschaft hat heute gewonnen. Die Resonanz bei Veranstalter und Zuschauern fiel also gut aus. Somit steht einer 4. Auflage im nächsten Jahr nichts mehr im Weg.